Dr. Döffert, eine ganz dramatische Frage. Kann man an Schmerzen sterben? Theoretisch, also sagen wir in letzter Konsequenz natürlich. Ja, also Schmerzen bedeuten immer auch Stress. Es gibt durchaus Untersuchungen, die gezeigt haben, dass man jetzt gerade bei relativ banalen Dingen wie nach einer Operation und starken Schmerzen so viel Stress haben kann, wenn man dann schon ein vorgeschädigtes Herz hat, zum Beispiel im vorgerückten Alter, dass man an den Folgen dieses Schmerzes dann in der Folge in den nächsten Wochen bis Monaten dann tatsächlich versterben kann. Also die 90-Tages-Mortalität zum Beispiel könnte durchaus, wenn man das so nimmt, als Grund dann auch die postoperativen Schmerzen auch mit einschließen. Das nicht alleine, also Mortalität hat immer mehrere Faktoren, ja, aber zumindest mal einen kleinen Teilbereich schon. Helfen Ihnen die Geräte von Mindray, diesen Schmerz noch besser zu finden? Also da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, nicht jeden Schmerz kann man in irgendeiner Form interventionell therapieren. Das geht nicht. In der chronischen Schmerztherapie hat die interventionelle Sonographie einen ganz nachgerückten Stellenwert. Im Prinzip hilft uns die Sonographie in ganz vielen Bereichen, Schmerzen zu lokalisieren, also als diagnostische Infiltration zum Beispiel sichtbar zu machen, wo liegt denn eigentlich der Schmerz, welcher einzelne Nerv ist es denn, der jetzt wehtut zum Beispiel, oder ist es jetzt an der Wirbelsäule ein einzelnes Gelenk oder ist es eher mehrere Stellen oder ist es was ganz anderes, ist es muskulär? Das kann man durchaus mit dem Ultraschall, mit der Ultraschallanwendung interventionell angehen. In der perioperativen Medizin haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, wo wir Einzelnerven blockieren. Auch da hilft uns der Ultraschall jetzt seit vielen Jahren mittlerweile, Nerven gezielter aufzusteuern und die gezielt zu blockieren und damit eben den Blockadeerfolg sicherer zu machen, Schmerzen besser auszuschalten und auch weniger gefährlich. Gibt es an diesen Geräten etwas, was Ihnen besonders gut gefällt? Also es ist eine Vielzahl an Komponenten. Das eine ist für mich als Anästhesist besonders wichtig, so ein Gerät muss desinfizierbar sein. Ja? Als Anästhesist ist dieses Gerät im OP im Einsatz, in der Schmerztherapie im Einsatz und im Zweifelsfall im Schockraum bzw. auf der Intensivstation und wird überall rumgefahren. Und es muss sein, dass ich dieses Gerät komplett desinfizieren kann. Das ist ganz wesentlich. Sie wissen nie, ob der Patient jetzt irgendeinen Krankenhauskeim mit sich rumträgt, MRSA zum Beispiel, VRE oder wie sie alle heißen. Und die gehen nicht mit einfach ein bisschen Wischen weg, sondern sie müssen es richtig desinfizieren. Das geht mit solchen Geräten sehr wohl, weil sie eben abgekapselt sind wie das hier. Ja, also ich kann das richtig waschen. Das andere ist, es muss einen Akku haben. Und der Akku muss eben im besten Fall über den ganzen Arbeitstag reichen. Bieten wir diese Geräte auch. Und natürlich die Bildqualität ist das A und O und die Bedienbarkeit. Also es muss auch so sein, dass ich in meiner Abteilung sagen kann, jeder Anästhesist bei mir muss in der Lage sein, dieses Gerät zu bedienen. Ich muss also wissen, wie stelle ich das Gerät ein, damit ich ein gutes Bild bekomme. Und der Weg dahin, der kann sehr einfach sein, der kann auch kompliziert sein. Und das ist halt bei solchen Geräten, wie wir sie jetzt da sehen gerade, also wie das, was ich jetzt auch mal probieren durfte, ebenso gegeben, dass es relativ einfach zu bedienen ist und es ist auch schnell intuitiv zu erlernen. Und das ist für mich wichtig, neben den ganzen anderen Faktoren. Gibt es an diesen Geräten etwas, was Ihnen besonders gut gefällt? Das Laden von den Geräten ist jetzt induktiv, wie wir es von den Handys kennen, ist natürlich auch etwas, was das Ganze ein bisschen erleichtert. Also weniger Kabel, was so rumfährt, sondern eben wir haben dieses induktive Laden. Und es ist auch noch so klein, sag ich mal, dass wir es auch in den kleinen Einleitungen zur Narkose stellen können, ohne dass keiner mehr durchkommt. Ja, also das ist auch noch so ein Problem, was wir in der Anästhesie immer wieder haben, dass wir so kleine Räumlichkeiten haben, wo wir dann mit Sonogerät, Schwester und Patient und wir noch dann irgendwie im Konflikt stehen, dass wir da noch Platz haben, um zu arbeiten. Ja, und das ist bei den Geräten eben gegeben, als Vergleich zu anderen großen Standgeräten.